Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es hier um das M-Plus-Mount aus der vierten Season gehen. Und zwar schimpft sich das hier Todeswandler der Wiederherstellung. Dieses Mount hat das gleiche Model wie die Mounts von den letzten Seasons. Die können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Schlüssel. Und da seht ihr, hier von der Season 1 hatten wir ja den schwarzen oder ja, dunkelgrau, schwarzen. Dann Season 2 hatten wir den grünen. Season 3 war der rote hier. Und Season 4 ist jetzt schlussendlich der ja, lila, beziehungsweise auch mit goldener Rüstung. Sieht ganz cool aus. Ursprünglich hatten sie eine andere Farbvariante gewählt, die ehrlich gesagt nicht so gut ausgesehen hat. Wo kriegen wir das Mount her? Und zwar müssen wir ein bisschen im Plus spielen. Wir brauchen nämlich dafür eine Heldentat. Die Heldentat finden wir einmal hier bei den Erfolgen unter Heldentaten und dann unter Dungeons. Und die wird erst angezeigt, wenn ihr sie quasi abgeschlossen habt. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen einmal eine Wertung von 2000 in Season 4 Shadowlands im quasi im Plus-Score erspielen. Und das macht ihr, indem ihr die Keys läuft. Es sind diesmal ja nur insgesamt 8 verschiedene Instanzen zur Auswahl. Man hat die Mechagon-Innis, dann hat man die Kara-Instanzen, dann gibt es einmal Eisendocks, Grimrail. Und ja, das ist es eigentlich soweit im Großen und Ganzen und natürlich halt die alten Tazza-Wäschgedönse. Was braucht ihr jetzt im Schnitt für Keys, dass ihr das Ganze habt? Ihr wisst ja vielleicht von aus den letzten Seasons, dass es ja so ist, dass es nicht reicht, einen Key zu laufen, um den Score zu haben, sondern ihr müsst einen quasi mit Tyrannisch, also Boss-Buff, und einen mit Verstärkt, also Trash-Buff, laufen, dass ihr das Maximale rauszieht. Da reichen euch im Schnitt 15er Keys. Ihr müsst die Keys nicht unbedingt alle timen. Ein getimter Key bringt aber ein bisschen mehr Punkte als ein nicht getimter Key. Heißt, solltet ihr im Schnitt alle Keys auf 15 sowohl Boss- als auch Trash-Woche gespielt haben und bei Möglichkeit, die getimed haben, dann müsstet ihr etwa auf 2000 Punkte kommen. Ihr könnt natürlich auch einen auf 12 spielen und den anderen auf 16 oder 17. Das gleicht sich dann so ein bisschen aus. Und wenn ihr mehr getimte habt als nicht getimte, gleicht das natürlich auch ein bisschen aus. Also da ist das System natürlich ein bisschen flexibler. Was gibt es zusätzlich jetzt noch in der Season zu erspielen? Es gibt wieder neue Ports, wenn ihr die Keys im 20 In-Time habt. Hier ist es aber so, dass Tazza-Wäsch ja letzte Season schon am Start war. Also das konnte man ja quasi in der dritten Season schon holen, wenn man beide getimed hat. Dafür musste man quasi sowohl die Straßen als auch Gambit quasi beide auf 20 In-Time haben. Diese Season sieht es wieder ähnlich aus. Wir haben einmal quasi für das Grimgleis-Depot einen Port und eine Heldentat. Dann haben wir eine Heldentat für die Eisendocks. Eine Heldentat einmal für Karasan. Hier ist es ähnlich wie in Tazza-Wäsch. Ihr müsst beide Dungeons, also sowohl das untere als auch das obere, im 20 In-Time spielen. Und bei Mechagon ist es genauso. Da müsst ihr sowohl den Schrottplatz als auch die Werkstatt 20 In-Time spielen. Heißt, wenn ihr diese Season sowohl die Heldentaten haben wollt, als auch das Mount, müsst ihr einfach jeden Key einmal 20 In-Time spielen. Dann sollte das eigentlich easy reichen. Zusätzlich gäbe es dann noch quasi am Ende der Season wieder eine Heldentat, wenn man unter den 0, irgendwas Prozent der Besten ist. Da müsst ihr aber wahrscheinlich ab so ja, 27, 28er aufwärts Key spielen, da bin ich auch nicht in der Liga. Dementsprechend ist das dann nochmal ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit. Genau, soviel zu den Voraussetzungen bzw. zu den zusätzlichen Sachen. Ich kann euch das auch nochmal kurz zeigen, wie das mit den Ports aussieht. Wir haben die einmal im Zauberbuch und zwar in der Allgemein und jetzt ist halt hier unter Legion einfach der Kara-Port noch drin. Unter Battle for Azeroth hat man den Mechagon-Port drin. Die haben übrigens alle, wie ihr seht, dieselbe Abklingzeit, was ziemlich ätzend ist. Und die habt ihr auch nur auf einem einzigen Char, was auch ein bisschen schade ist tatsächlich. Genau. Und die anderen alten Ports, wenn man die sich hier damals schon geholt hat, sind die halt hier immer noch drin. Also da kriegt man nicht einen neuen. Ich habe mir die ja aus Warlords of Draenor auch schon mal geholt. So, dann noch ein paar kleine Tipps, die ich euch geben kann. Jetzt nehmen wir mal hier das Add-on Mythic Dungeon Tools. Wir gehen vielleicht ein paar von den Instanzen durch, wo ich euch ein paar Tipps geben kann. Das wird jetzt keine komplette Dungeon-Erklärung, aber so ein paar kleine Tipps für das ein oder andere Dungeon. Fangen wir mit dem Eisendock an. Hier ist es übrigens so, dass ihr nach dem ersten Boss quasi mit diesen Sternen, also Iron Star schimpfen sich die ja, könnt ihr diese Mobs hier wegräumen. Ihr könnt aber, also man zieht ja hier diese großen zwei Ogron quasi hier rein und räumt die mit den Sternen weg. Ihr könnt aber nicht nur die Mobs hier wegräumen, die bis dahin stehen. Die Sterne gehen nämlich bis hierhin. Ihr könnt als Tank aufgemount, ich als Druid mach's oft, ich stealth hier durch und zieh die Mobs von hier ganz hinten, diese alle hier, alle in diese Sterne rein. Man kann, glaube ich, pro Stern 15 Mobs besiegen. Heißt, ihr könnt die zwei
und alle diese Mobs, die hier stehen, komplett mit den Sternen one-shotten. Müsst kein einziges Pack spielen. Also das ist so eine Sache, die euch einiges hilft. Theoretisch könntet ihr auch noch von hier Mobs ziehen oder hier ganz hinterlaufen, aber ich glaube, da wird dann die Anzahl der Sterne nicht ausreichen, weil die können, wie gesagt, nicht unendlich viele Mobs töten. Aber es geht aus, die beiden und hier alles quasi da reinzuziehen. Am besten für die beiden und das ganze Zeug den ersten Stern benutzen, dann hier hinten durchlaufen, alles zusammenpullen und dafür dann die anderen beiden Sterne. Das spart euch einen Haufen Zeit und vor allem in Trash-Wochen ist das auch relativ krass, weil ihr halt starke Gegner schnell wegräumen könnt. Ja, sonst, ich denke mal, das ganze Mal braucht man hier nicht sonderlich viel mehr sagen. Tazavesh gab es ja letzte Season schon, dann schauen wir uns vielleicht mal den Schrottplatz noch an. Hier kleiner Tipp. Es gibt verschiedene Bots, die hier in der kompletten, die hier im kompletten Bereich rumstehen. Es macht Sinn, bevor man die Bosse spielt, hier erstmal rumzulaufen und sich diese Schrottbots zu holen. Ich habe es meistens so gemacht, dass wir direkt hier auf den Hügel sind. Hier stehen nämlich einige Schrottbots rum, hier auch. Und erstmal hier die Schrottbots einsammeln, man hier sich übers Feld läuft, hier das ganze Zeug einsammelt und dann je nachdem, wo diese, ich glaube, Unterdrückungsmaschine, wie die heißt, die hier rumfliegt, je nachdem dann irgendeinen Boss angreift. Diese Shotbots, die man aufmachen kann, vor allem dieser Blitzebot, macht extrem viel Schaden. Teilweise macht er 20-30% von dem Schaden, den ihr ausführt, zumindest war es bei mir beim Druid Tanks so. Bei den DDs macht er auch einiges aus. Man sollte natürlich da nicht sterben, weil sonst ist der Buff wieder weg. Aber erstmal die Buffs zu holen und dann quasi großartig die Bosse zu spielen, macht durchaus Sinn, weil man da einiges an Damage rausholen kann. Dann, was können wir uns noch anschauen? Werkstatt, gut, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, gibt es da nicht sonderlich viele Tricks, obwohl es gibt am Anfang hier einen Trick, man kann als Tank solo runterspringen, diesen ersten Trash an so einen Hammer ziehen und wenn ein Haufen Mobs unter den Hammer stehen, haut der Hammer eigentlich die Mobs relativ gut runter. Warum soll man alleine runtergehen? Diese ganzen Mobs springen hier wild Spieler an. Wenn alle Spieler hier oben stehen, nur der Tank unten ist, bleiben die zusammen und können durch den Hammer solo weggehaut werden. Ich mit dem Druid Tank, wenn ich Inka ziehe, überlebe ich die auch auf dem 20er Key easy. Das ist gar kein Stress. Man sollte sich bloß gucken, dass man hier in die Sleepwolke kommt und dann selber unterm Hammer steht, was mir vielleicht schon passiert ist. Aber im Großen und Ganzen gehen die Mobs dadurch schneller tot und die komplette Gruppe spart sich natürlich die Cooldowns und können die natürlich dann auf den Boss draufhauen. Also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die Sinn macht. Was dann vielleicht noch was ist, was ganz nett to know ist, man kann hier die letzte Gruppe, die finde ich in dem Instanz eigentlich das Einzige, was so ein bisschen schwierig ist, vor allem wenn Trash-Woche ist. Und mit dem Hexagate kann man hier drüber skippen oder man haut sich einen Soulstone drauf oder kann dann irgendwie noch einen Battle Rats haben, tut einfach einen Death Skip machen, retzt dann hier hinten wieder und skippt die einfach. Also das habe ich bei den meisten Gruppen tatsächlich gemacht. Ist so ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, da man in der Instanz eigentlich genug Prozente kriegt. Dann können wir, was schauen wir uns noch an? Schrottplatz haben wir uns eigentlich. Grimrail können wir uns noch angucken. Hier am Anfang solltet ihr ein bisschen gucken. Eigentlich können diese ganzen Trash-Mobs nichts, außer eine Art von Mobs, und zwar das sind diese Ingenieure. Und bei diesen Ingenieuren müsst ihr gucken, dass ihr jeden Cast kickt. Der hat einmal einen Cast, wo er ziemlich viel Schaden macht, dann hat er einen Cast, wo er einen ziemlich langen CC't. Den müsst ihr auf jeden Fall interrupten und dann läuft ihr hier zu so eisernen Sternen. Und wenn er quasi den Stern freilasst, dann kriegt ihr auch einen Haufen Damage, das solltet man auch unterbrechen. Also alle Interrupts immer auf diesen Ingenieur drauf. Oder Techniker heißt er hier. Beziehungsweise man kann dann halt auch mit Knockback-Effekten den von diesem Sternen und so wegkicken oder zurückgrippen als DK. Da gibt es viele Sachen, die sollten auf jeden Fall immer gefokust werden. Dann kann man hier, bevor der erste Boss rauskommt, man kann den einmal resetten, den Boss, dann geht hier die Tür nochmal auf und man kann diese zwei Nasrassim rausziehen. Dann kriegt man quasi die Nasrassim-Buffs, das sind ja immer Stats, die man hier am Anfang auswählen kann, kriegt man quasi, bevor man den ersten Boss spielt. Ob das jetzt so ein riesen Gain ist, weiß ich nicht, vor allem, weil man es hat dann ein bisschen delayed, aber ich habe das in ein paar Gruppen gemacht, war eigentlich ganz nice. Ja, dann sonst eigentlich in der Instanz ist nichts Wildes mehr. Bei dem Trash schaut, wenn ihr das tankt, dass ihr die immer an die Seite dreht am besten, dass hier dieser Feuerbreath nicht in die Gruppe geht, das macht richtig Schaden und wenn diese Lohe drunter ist, rausziehen, ne? Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Und hier beim Endboss vielleicht noch, ich sag mal so, ich habe es bei zu vielen Gruppen gesehen, er wirft seinen Speer, ja, oder sie besser gesagt, immer auf einen Spieler und der one-shottet in der Regel. Da einfach rauslaufen. Also bei so vielen Leuten, wie ich das gesehen habe, die sich davon wegschotten lassen haben, das ist einfach relativ extrem. Dann schauen wir noch kurz die beiden anderen, unteres und oberes Kasa, machen wir erstmal oberes.
Ich hatte hier gesehen, was man ganz gut machen kann in Karasan, dass man hier diese vier Packs alle hier rauspult. Natürlich, wenn man erstmal hier den Kollegen gekillt hat, die machen nicht viel Schaden. Selbst in Trash-Waffen, außer man hat vielleicht Bowstring, dann ist es ein bisschen schwierig, aber die können eigentlich nicht viel. Beim Druid Tank kann ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ich Inka habe, gar keinen Stress, die alle komplett zu töten. Es macht halt Sinn, die rauszuziehen, wenn man den Boss nicht dabei hat. Sollte man den Boss adden, wenn man ihn hier rauszieht, resettet er auch. Ne? Also das ist komplett fein. Hier diesen Trash würde ich komplett skippen. Man kriegt in der Instanz genug Prozente. Man kann zum einen bei dem vorbeilaufen, weil der immer hin und her läuft, also auch ohne Stealth hier vorbeilaufen. Und den Kollegen, den muss man halt, wenn dann mit dem Death Skip skippen. Oder man stealtht halt mit einem Pot durch, ne? Also das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Hier hinten kriegt man nämlich bei Vibe noch genug Prozent, wenn man die zwei Nachtresen macht. Und diese eine Gruppe hat man genug Prozent. Die zwei Mobs würde ich immer in den Gang rausziehen. Man kann das zwar dodgen, dass man hier nicht runtergekickt wird, aber es ist einfach so viel einfacher, die in den Gang zurückzuziehen. Den anderen Großen, der danach kommt, den würde ich wieder mit einem Pot skippen. Und ja, mehr ist eigentlich in der Instanz nicht. Der Endboss kann nichts. Wenn man den immer hier auf den Schiffen late kickt, dann passiert da eigentlich überhaupt nichts. Gut, dann schauen wir die letzte Instanz, die vielleicht noch halbwegs relevant ist. Und zwar hier Karasan, das untere. Meines Erachtens auch die schwerste Instanz, war die letzte, die ich auch im 20er gespielt habe. Und hier ist es ja so, dass im Opernsaal immer ein anderes Event ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen, dass irgendwie in diesem Operngedönse, wenn man quasi den ersten Boss gekillt hat und hinter weiterläuft, dass dann relativ oft Mobs irgendwie durch den Boden adden. Selbst ich hatte einmal eine Eule dabei, ist wirklich hier alles gekommen. Dann haben wir auch mal ohne eine Eule die zurückpullt. Also irgendwas ist hier ein bisschen buggy, dass man durch den Boden pullt, durch die Wände. I don't know. Es macht aber eh Sinn, den ersten Boss zu töten, dann hier reinzulaufen, zu sterben. Dann kommt man nämlich quasi oben wieder raus und kann hier hinten quasi nicht hier vorne durchlaufen, sondern man kann über den Hintereingang, sobald das Opa-Event getötet ist, über das Gästezimmer hier reinlaufen, spawnt hier oben, kann hier runterspringen und wenn man hier runterspringt, ist man quasi hier quasi in diesem Treppenhaus, wo man zum Morose laufen kann oder zum Pferd runter. Und ich habe es eigentlich jetzt bei fast allen Gruppen so gemacht, dass wir den Opernboss gekillt haben, uns dann sterben lassen haben, quasi hier runterspringen und dann direkt zum Pferd gehen. Ja? Das ist eigentlich so das Einfachste. Dann kann man quasi beim Pferd die Treppe hochgehen, hier ein paar Trash-Mobs machen, die können alle überhaupt nichts. Hier den Trash machen. Hier liegen übrigens nur extra Fallen, falls man nicht genug CC-Möglichkeiten hat. Dann hat man nämlich hier zwei Fallen und hier zwei Fallen und kann alle vier Mobs quasi theoretisch CC'en, ohne dass man extra CCs braucht. Warum ist das relevant? Bei Morose ist es wesentlich einfacher, wenn man jedes Add einzeln tötet. Wenn man hier nur zwei Fallen hat und kein extra CC auf die Mobs, dann struggelt man zwar. Man kann zwar theoretisch zwei gleichzeitig töten, aber viele Gruppen kriegen es mit einem Interrupt nicht hin, dann ist es schwierig. Und am Ende kannst du dann einfach hier wieder zum Might hochlaufen, hier in den Gang und es reicht eigentlich aus, muss diesen ganzen ätzenden Trash hier hinten überhaupt nicht spielen und kann den komplett skippen. Also das ist so, man kann so spielen, muss es nicht so. Ne? Das kann jeder entscheiden. Ich fand es immer so ein bisschen angenehmer. Gut, soweit dazu. Das waren eigentlich die relevanten Instanzen. Wie gesagt, es war jetzt kein kompletter Instanzguide, sondern ein paar Sachen, die ich so über die letzten Runs gesehen habe, die vielleicht nicht schlecht sind. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen so ein bisschen. Ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.